Forschungslabor. Beobachten. Bold is push. Das heißt, das Ding kann man bewegen. Bold is melt. Das heißt, wenn man da drauf kommt, dann schmilzt man. Aha. KK is defeat, also das hier ist defeat. Wall is stop. Skull is hot. Ach so. Nee, das da schmilzt, wenn man das auf die... Nicht, dass man da, wenn man dagegen kommt, schmilzt, sondern dass das Ding schmilzt, wenn man hier weiter, also hier an die Skulls drankommt. Aber da ist ja sowieso Kicke. Hier steht noch ein Defeat, hier ist ein Win. Das Wall Stop kann man aber nicht wegmachen. Baba is you. Das kriegt man auch nicht weg. Was heißt denn? Was passiert bei Leerzeichen? Vielleicht habe ich es jetzt schon kaputt gemacht. Moment, ich gehe nochmal zurück. Nichts. Vielleicht muss vorher noch was passiert sein, damit man Leerzeichen machen kann. Oh, wenn du das so machst. Wenn du es zu einem Move machst. Warum würdest du es zu einem Move machen? Kannst du damit KK verschieben? Dann KK zum Skull und wenn man KK tut, er nicht schmelzen. Ja, wenn ich das machen würde, dann ist er weg. Oh, okay. Moment. Aber hier unten kommt man nicht durch. Das heißt, man will versuchen, irgendwie hier unten durchzukommen. Das Problem ist Kiki ist defeat. Hier das Ding. Man kann das schieben. Hierher schieben. Dann ist aber Skull is defeat. Das heißt aber, das wäre dann nicht mehr Melt. Ups, Moment. Vielleicht kannst du das Push so weit pushen. Inwiefern? Nee, es bringt nichts. Ich bin gerade dabei. Das Problem ist, man braucht das ist auf jeden Fall. Das heißt, wenn man da das weiter schiebt, da wird Baba auf jeden Fall irgendwann hot. Nee, das ist einfach Baba hot you. Ja, deswegen, das geht nicht. Hier unten kommt man nicht durch. Ich wette, dass man irgendwie es schaffen muss, dass man da unten, also dass man quasi hier durchgeht und das rausschiebt. Wenn man Bolt Move macht und das Zeug dann verschiebt mit dem Bolt. Meinst du, das kann das? Oh, das war die falsche Richtung. Oh, ich muss das... Muss man das... So verschieben? Ja, wahrscheinlich. Meinst du, dass man dann irgendwie versucht... Ich dachte, ob der Skull da nicht verschwindet, ne? Ja, aber Skull ist ja hot. Und Bolt ist melt. Ja, ich dachte, ob das... Das ist ja nicht wie Sync, ne? Wenn was ist? Nee. Ja, das funktioniert so nicht. Ja, schade, dass man nicht irgendwie sagen kann, Defeat is.
Move. Man muss den ja irgendwo hinschicken, dass irgendwas passiert mit dem Bolt. Was passiert, wenn der Bolt alleine auf KK trifft? Das ist, glaube ich, kein Problem. Aber dann kommt's dahin. Und dann ist wieder Bolt is melt. Und Skull is hot. Wenn man... Warte. Tu mal das Hot 1 nach links schieben mit dem Defeat. Dann bräuchte man aber noch irgendwas. Vielleicht kann ich kurz das Push mitnehmen. Weil du sonst so gefangen bist in dem mit den Skulls. So. Es bräuchte noch eins. Habe ich das Gefühl. Einfach um das dann. Weil sonst landest du auf dem Defeat. Und das ist doof. Warte, schick mal den. Kannst du mit dem Bolt jetzt noch unten eins weiter pushen? Ich glaube, der Bolt ist Meinst du, dass man... Da bräuchte den aber ja. Nochmal, dass der Push, das Push zurück. Statt das Move, das Push. Oder, warte mal. Warum kannst du mit Baba eigentlich nicht dahin? Was mit dem... Auf die Stelle? Ja. Weil Skull is Defeat. Dann daraus wird. Ich habe ja das Defeat dabei. Wenn ich das so... so machen würde, ist zwar Skull nicht mehr hot und nicht mehr Defeat. Ja, deswegen hätte ich halt das Push und das Move, wenn du das getauscht hättest, dann hättest du jetzt noch den... Aber ich kann den Bolt ja nicht bewegen, wenn der nicht... oder meinst du... Bolt ist Move, aber das Push neben... Ja. Nenne jetzt halt Boldest Move. Dann hätte ich das aber vorher einstellen müssen, weil du... Oder tu es jetzt. Oh, oder meinst du, dass das, warte. Schauen, ob das... nee. Ich brauche halt etwas, um das weiterzuschieben, damit er vielleicht den Skull wegnehmen kann, aber das bringt ja auch nichts. Weil so funktioniert's nicht. Und wenn ich das mit dem Push habe, dann bin ich da ja auch Stalemate. Dann weiß ich auch nicht, was ich da machen kann, weil ich das ja schieben muss, alles mit den Wörtern. Was ist jetzt mit Boba, mit Space? Also da passiert nichts, dann muss ich erstmal hier das machen. Upsa. Und dann verschwindet er. Skull is hot, defeat, push. Weißt du, was das Einfachste wäre, wenn man das machen könnte? Win is bold. Weil so verliert man, aber auch wenn ich da was dazu mache... Dann verliere ich so oder so. Wegen dem Hot. Moment, ich mach nochmal. Bei Kiki ist Defeat, das ist klar.
Hier unten kommen wir nicht weiter. Weil Wallace stop. Boldest move and boldest push. So wird es hin und her gehen. Boldest melt. Es ist schade, dass ich nicht raus kann, ne? Weil es wäre ganz einfach, wenn du machst so und da drunter und drumherum und dann schiebst du das Defeat raus und alles ist in Ordnung. So? My brain is melting. Brain is melt. Oh, shoot. Mann. Was? Warte. Schieb mal, das ist... Und das danach kommt das Move, also ist Move. Nee, schon auf der Höhe da von, also auf der Höhe von KK. So hier? Und dann schiebst du einfach alles so hin, dass bis, also nee, nimmst die anderen Wörter noch. So? Und schieb mal, gucken, ob das reicht mit Bolt. Okay. Ich schätze nicht. Und wenn ich auf KK treffe, dann alles vorbei. Skull is hard. Weil das wäre ja schön und gut, wenn ich dann noch irgendwie jetzt den Bolt benutzen könnte. Du kannst mir jetzt nicht mehr nach rechts. Nee. Aber der fehlt. Ich frag mich, ob halt der Bolt ob das halt das Skull bewegen könnte, wenn ich eben schnell genug bin. Das bewegt sich jetzt aber erstmal nach in die Richtung. Moment. Vielleicht. Vielleicht, wenn ich. Jetzt muss ich das einmal noch. Moment, das muss aber eins nach unten. Und ich nach rechts schieben kann. Und jetzt. Oh, vielleicht mache ich es noch näher dran, damit ich. Ich bin zwei zu langsam quasi. Weißt du, was ich versuche? Nee. Aber da komme ich auch nicht durch. Ich dachte, vielleicht bin ich schneller als der Bolt und könnte das Skull is Hot wegmachen. Und vielleicht kann der Skull is, also der Bolt, dann das Skull 1 zur Seite schieben. Dann wäre Skull nicht mehr Defeat. Aber ich weiß nicht ganz, wie ich es anstellen soll, dass es funktioniert. Ob ich den Bolt vielleicht nochmal. Das funktioniert, wenn ich ihn quasi nochmal so schiebe. Shoot, das war eins zu viel, wo ich dann hier. Yes! Hm.
Und nee, da würde ich erst Boldes Move wegmachen. Ja, ich, da. Yes! Hey. Nice! Ja, okay. Lunas Gehirn ist ein wenig frittiert. Meins auch ein bisschen. Aber wir hatten sie mal dabei. Woo. Dankeschön fürs Dasein. Bitteschön. Wenn es dir gefallen hat, vielleicht findest du noch was anderes auf unserem Kanal. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ich ebenso. Winke, winke. Bye bye.